Unser Kerngebiet ist eigentlich Gastronomietechnik, also alles, was von, ich sag mal, von der Gabel bis zur kompletten Küche, sowie auch Kältetechnik, also sprich Kühlhäuser, Kühltische, Kühlschränke und so weiter. Gelernt bin ich Elektroinstallateur und habe in der Kälte immer schon ein bisschen rumgeschraubt. Und 2009 hatte mein ehemaliger Chef die Firma aufgegeben oder wollte sie aufgeben, weil kein Nachwuchs da war, also kein interner. Und wir haben uns dann kurz geschlossen und ein, zwei schlaflose Nächte gehabt und dann habe ich gesagt, okay, wir versuchen es und ja, so sieht es jetzt aus. Jetzt gehen wir dieses Jahr im Mai ins fünfte Jahr. Ja, die IHK hat bei uns geholfen oder mitgeholfen, sage ich mal, bei der Gründung alles Passende bereitzustellen und die ganzen Formalitäten zu klären und es gab ja auch noch die Fragen damit Gewerbeschein, was muss da drin stehen und was und wie und den ganzen Steuersatz und Anmeldung am Finanzamt und wie schon gesagt, da haben die uns wohlwollend zur Seite gestanden. Ja gut, bei Kühlanlagen ist es wichtig, dass sie einmal im Jahr eine Wartung kriegen. Diese Wartung beinhaltet, ich sag mal, Reinigung des Außenaggregates, also sprich diese schwarzen Lamellen, die Sie sehen. Dann ist einmal im Jahr eine Dichtheitsprüfung vorgesehen, ab Anlagen, die mehr als 3 Kilo Füllgewicht haben. Und, bei den Kaffeemaschinen machen wir das meistens so, die laufen ja bei uns mit den Härtungsanlagen vor dem Wasser, damit der ganze Kalk in die Maschine nicht zusetzt. Und diese Härtungsanlagen, meistens auch Kartuschen, ich sag mal, werden dann einmal im Jahr getauscht. Und in dem Zuge machen wir dann auch eine kleine Funktionsprüfung, Dichtigkeitsprüfung, damit der Kunde wieder in die Ruhe hat. Was auf jeden Fall geplant sind, weitere Mitarbeiter einzustellen. Wir wollen das mit der Firma Biotech, diesen chemischen Reinigungsmittelvertrieb, den wir haben, das wollen wir noch weiter konkretisieren, dass das noch mehr wird, auch was das Ausliefern anbelangt. Und dass wir mehr abdecken können und ja, einfach sehen, was die Zukunft bringt. Das Schöne ist, man kann die Leute glücklich machen oder man kann die Kunden zufriedenstellen. Und man sieht im Prinzip, was man abends gemacht hat.